Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einem weiteren Part unseres Let's Plays Dark Souls, Episode 30. Und wir wurden in der letzten Episode ekelhaft verflucht und mussten feststellen, dass wir, als wir dann endlich wieder heimkamen, dass unser Leuchtfeuer am Feuerbannschrein weg ist. Weil keine Feuerhüterin und ich kann es auch anscheinend nicht selber entzünden, was keinen Sinn macht. Wir konnten doch bisher jedes Jahrschwert hier entzünden. Was ist passiert? Ich tippe immer noch auf einen Bug. Aber schauen wir einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was hier abgegangen ist. So, aber wir haben die zweite Glocke geläutet. Mal gucken, was du jetzt dazu zu sagen hast. Did you ring the second bell? Ja. That is incredible, I must say. But now we have a new problem. It's noisy. It snores. And its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Okay, wir hatten was mit Schnarchen mal gehabt, aber ist das so krass unangenehm? Damn, that stench. And I was really beginning to like it here. Oh, maybe it's time I do something about it. Tja, vielleicht mal selber auf die Socken machen. Oh, maybe it's time I do something about it. Okay. Cool. Schauen wir uns erstmal hier unten um. Goldie ist nicht da. Und hier ist tatsächlich Loot. Schmutzige Kapuze, schmutzige Robe, schmutzige Handschuhe und blutbefleckter Rock. Schwarzer Augapfel. Tod. Tod. Uff. Schwarzer Augapfel. Invasion der Welt des Feuerhüterinnenmordmörders. Okay. Mystische, bei der Leiche eines Hüters gefundene Kugel. Dringe in die Welt des Mörders der Feuerhüterin ein. Besiege den Übeltäter und hole die Seele der Feuerhüterin zurück. Das schwarze Auge wacht stets über Anua Londo, die Götterstadt. Okay, ich muss das anscheinend dort dann investieren, kann das sein? Also, ich muss jetzt nach Anua Londo. Ah, könnte das in Verbundenheit sein, als diese Tür sich geöffnet hat? Hängt das zusammen? Also würde sich jetzt echt so in diese Richtung anbieten. So, blutbefleckter Rock. Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Von der Feuerhüterin des Feuerbannschreins getragen. Einst war dies angeblich der weiße Rock einer Magd. Doch sein wahres Wesen liegt unter Blutspritzern verborgen. Vielleicht wurde der Vorbesitzer verstümmelt, um eine Flucht zu verhindern. Oh, das ist bitter. Nicht mehr laufen können. So, weiße Handschuhe einer Magd. Doch Rauch und Asche von Leuchtfeuern haben sie mit der Zeit geschwärzt. Okay. Die Robe. Okay, es ist auch genau der gleiche Text. Okay, wir schauen uns mal an, was die für Wert... Okay, das ist sehr viel schlechter. Das ist in allen... Okay, vom Gewicht her natürlich. Schäbige Stoffrobe, schmutzige Robe. Die schmutzige Robe ist jetzt wiederum richtig gut. Fluchresistenz geht nach oben. Ja, bitte gib mir Fluchresistenzen. Ah, das hier ist wirklich gut, aber die Robustheit ist für einen Eimer. Wiegt ein klein bisschen mehr. Ich glaube, das gönne ich mir. Schmutzige Handschuhe ist wiederum schwächer in allem, aber bessere Fluchresistenz. Ich war so... Boah. Also Fluchresistenz wäre schon ein Hammer. Blutbefleckter Rock. 14.
13. Ja, okay. Ist okay. 15, 15, 14. 16, 13, 13. Okay, ist okay. Aber dafür alles andere relativ gut. Ich bekomme gute Giftresistenzen vor allem. Gute Fluchresistenz und Blutungsresistenz. Das ist sehr schön. Wie sieht es denn so aus? Ja. Die Schlechterin in Person. Das passt sehr gut. Oh mein Gott, das passt ja wunderbar. Okay. Ich muss jetzt nach Anor Londo irgendwie. Also muss ich da jetzt wahrscheinlich durch diese eine Tür, die sich da geöffnet hat, durch. Okay. Ne, wo war hier der? Da ist er. Did you see them? The three young clerics headed for the catacombs to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires. The poor young girl sent down into a tomb. What a terrible mission she is burdened with. Was? 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 Oh, hello. Well, you certainly are keeping at it. Myself, I'm fine. Let's get started straight away. Das war jetzt gerade was sehr random. I can to locate Master Logan. I am aware of my shortcomings, but I cannot very well just sit around here and rot. Oh, do not worry. I have considered our relationship. I will only leave after I have taught you all the sorceries that I know. I shall count myself lucky if I manage to locate Logan, or even return here in one piece. Ja, mal gucken, ob wir den überhaupt finden können auch. Two things are required for sorcery. First, you must equip a wand. Ja gut, das habe ich. You must attune a sorcery. Then you will be ready to fire away. Okay, das ist alles bekannt. Don't forget to aim. Das Zielen. Ja, Zielen ist sowieso seltsam. Oh, großer Seelenpfeil. Ja, das hätte schon was. Akustischer Köder. Ja, ansonsten Zauberwaffe. Aber hier, Beschleuniger des Zauberers. Das habt ihr sowieso schon aktiv. Was gibt's hier? Wappenring, brüllender Drache und lauernder Drache. Klingt sehr interessant. Verstärkt Magie und verlängert die Dauer vor Zaubern. Dieser besondere Ring wird nur den fähigsten Magiern der Drachenschule in Windheim ausgehändigt. Der Ring trägt das Abbild eines ewigen Drachens und verstärkt die Magie des Trägers. Naja gut, das brauche ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt. Verlängert Dauer des... Ja gut, okay, ist ziemlich der gleiche Text irgendwie. Okay. Goodbye then. Do stay safe. Das ist seltsam. Oh. Moin. Du hast ja ein paar hübsche Freunde gefunden. Oh, hello. My guests have finally arrived. I will be departing with them shortly. So, I'm afraid I will be saying goodbye soon. It was a pleasure. Also nichts mehr shoppen, oh, oder was? Hello. Miracles, I presume. Yes, I know. Okay, Eidleisten hatten wir ja schon. Rhea is the youngest daughter of the good house of Thurland. Those young knights are her old schoolmates. But I'm not sure what to make of them. I'm afraid they may be a bad influence. Rhea is the youngest daughter of the good house. Okay, das kennen wir jetzt alles schon. Okay, also die Dame da hinten ist Rhea. Okay, keine Ahnung. Was zu großer Heilung? Ja, für eine Aufladung weiß ich nicht. Lohnt sich ja gar nicht. Hatte der nicht mal mehr gehabt? Was ist der Unterschied zwischen den beiden eigentlich? Ich glaube, mein aktueller Talisman ist besser, wenn ich mir das so anschaue. Come again. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Moin. Gott, was bist du denn? Was summst du dir hier zurecht? Du hast einen recht kleinen Kopf im
Proportion zu deinem Körper? Also du hast... Alter, du bist ja überall ein bisschen dicker gebaut, nur dein Kopf ein bisschen klein? Okay, auch eine interessante Designentscheidung. What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Das werden wir ja sehen, wenn wir sie selber ansprechen. Oh, you again. What business have you? I don't suppose we can help, though. We accompany my lady on her righteous mission. It is quite a chore, but I'm stuck with her. And Nico, too. I can't very well abandon them now. Ah, naja gut, immerhin... Oh, it's you. We're to leave momentarily. The catacombs aren't exactly my idea of a good time, but... What can one do? I do hope we meet again. Raria Nox. Raria Nox. Okay, ihr seid seltsame Leute. We're to leave momentarily. The catacombs aren't exactly my idea. Die Katakomben, das waren doch hier diese Viecher, die jedes Mal aufstanden. Ihr wollt da wirklich rein? Raria Nox. Ihr wollt da wirklich rein mit ihr? Da sind Skelette, die jedes Mal aufstehen, die sterben nicht. Ist auch sehr seltsam. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Hey, nur weil ich gerade dich etwas menschlich ausschaue. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? Okay. By the looks of you, I should think not. Okay, also ihr habt anscheinend eine Reise in die Katakomben vor. Da wünsche ich euch viel Erfolg mit. Katakomben, wo waren das nochmal wegtechnisch? Oh, du bist neu. Dich hatten wir gerettet. Well, I see you made it out. Yeah, I made it out safely too. I have my pyromancy at a great swamp, so I can use your manage with a bit of care. Oh yeah, by the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'll be pleased to help you. Ah, and unless you find the magics unsavory. Du bist auch ein Magier? Okay. Oh, really? Well, that's a shame. But it's your choice. I'm on the fringe. Yeah, I know. Undead or not, that's who I am. I only wish that I could have repaid you somehow. Oh, ich hab die Frage, glaube ich, falsch verstanden. Oh, hello there. I'm pleased to see you safe. Oh, and if by chance you've had a change of heart, I'll be pleased to assist you by sharing my spells. Klar. Yeah, wonderful. I'm sure that you know, they'll be of some use, some assistance. Here, first take this. Pyromantieflamme. Okay. A flame from the great swamp. Now you're a fully fledged pyromancer. Well, let's get started right now. Ich habe einen Handschuh bekommen. Ich bin jetzt Pyromane, weil ich einen Handschuh habe. Okay, cool. Ausrüstung umwandeln, okay. Pyromancy is the art of casting fire. Produce flame, then channel it, just as our ancestors did. A pyromancer must be in tune with nature herself. My home, the Great Swamp, is an abundant store of nature. You will understand one day. It only takes time. Ah, Pyromantie wäre bestimmt auch mal interessant, mal so eine One zu starten. Pyromancy has a, well, rather primitive aspect to it. It meshes poorly with advanced culture. And pyromancers are considered rather unsavory. Which is fine, as I never got along with anybody anyway. So, for me, turning undead didn't change a thing. Dieses Lachen am Ende ist immer so ein bisschen weird. Okay, alles klar. Ich meine, ja, Pyromantie, dass die Leute darauf nicht gut anzusprechen sind, das ist irgendwie klar. Weil Feuer verschlingt sehr viel. Zerstört sehr viel.
A pyromancer's flame is a part of his own body. The flame develops right along with his skill. When I gave you that flame, I gave you a part of myself. Please take good care of him. Bin ja schon mal gespannt, wie das überhaupt im Lauf eines Playthroughs ausschauen würde, wenn man wirklich auf Pyromantie so geht. Okay, das ist der gleiche Text. So, was kann man denn bei dir kaufen? Okay, der hat sehr viel Zeugs. Feuerkugeln. 6 Aufladungen. Verbesserte Version von Feuerball schleudert Feuerkugel. Ja, okay. Die lodernde Feuerkugel explodiert beim Aufprall, verursacht Flächenschaden und ruft ein Spektakel hervor, das die Macht der feuerherrschenden Pyromanten verdeutlicht. Hä? Okay. Nötige Attribute. Ich brauche keine Attribute für das Ding. Auch nicht schlecht. So, Verbrennung. Elementarpyromantie erzeugt eine mächtige Flamme in der Hand. Einer der grundlegendsten Pyromantie-Zauber. Die von ihm erzeugte Flamme ist daher auch wahrhaft schrecklich. Kostet auch nur 500, ja. Eisenfleisch. Das hört sich auch seltsam an. 3 Aufladungen. Pyromantie der Carmina. Welche die Flammenbändigte, um das Innerste zu verwirklichen, verstärkt Abwehr und Widerstandskraft. Diese Pyromantie sollte mit Bedacht eingesetzt werden. Ihr Wirker wird sehr schwer und bewegungsunfähig. Ach du was? Okay, interessant. Blitzschweiß. Das klingt alles so falsch. Pyromantie der... Okay, das ist irgendwie derselbe Text irgendwie. Und das Innerste zu verwirklichen. Starkes Schwitzen verringert Feuerschaden. Ah, das wäre doch vielleicht was für den Drachen oben. Carmina, die beste Schülerin von Salaman, dem Meisterpyromanten, eröffnete der Kunst der Pyromantie neue Pfade. Und Feuerball. Standardpyromantie des großen Sumpfes schleudert Feuerball. Der von Feuerbällen verursachte Feuerschaden macht sie wirksam gegen... physische Bestien und Untote, die das Feuer ohnehin fürchten. Auch nur 8 Aufladungen. Also ich kann mir vorstellen, so ein One als Pyromantie-Dude oder Madame ist anstrengend, weil nicht so wirklich viel Zeug gibt. Okay, und ich kann hier meine Hand quasi verbessern, alles klar. Okay... eskaliert. Okay, wenn man das hier quasi verbessert, geht dann Zauberstab auf E über? Auch interessant, aber ich habe keine Ahnung, wie das hier tatsächlich funktioniert mit dem Skalieren. Ja, okay, ist cool. Aber da werden wir wahrscheinlich eher nicht so hingehen. Ich bin bereits eine Hülle, mehr oder weniger. Eine wandelnde... Ja, da unten hat er doch was gesagt, dass da irgendwas stinkt, oder? Was bist du? Alter, hier passieren gerade sehr viele Dinge. Hallo. Großes etwas. Ach du meine Güte. Kann dich nicht markieren, aber ich kann mit dir reden. Hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frank, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Ja, ich würde schon gerne wissen, was meine Aufgabe ist. Ich habe ja 2 Glocken geläutet und... ja, anscheinend hat das ja was mit meiner Pilgerfahrt hier zu tun. Ich will wissen, was ich als einsame Flamme hier bewirken soll. Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead. Your fate is to succeed the great Lord Gwyn.
so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. Herrschergefäß. Okay. Und damit bin ich dann plötzlich hier quasi Königin oder was? I am pleased to see you well. Is it something urgent? Gegenstand verkaufen? Große Scherbe verfüttern, grüne Scherbe. Wow. Okay, cool. Those who seek the realm of lords must brave Sen's fortress, a deadly house of traps. Many have gone before you, but none have returned. Fate has chosen you, but proceed with caution. Okay, Sens Festung. Habe ich auch schon mal irgendwie mal gehört. Those who seek the realm of lords must brave Sen's fortress, a deadly house of traps. Many ja, okay. Have gone before you, but none have returned. Okay. Also, nach Anor Londo komme ich, wenn ich Sens Festung hinter mir habe, oder wie? Sprich, also diese Tür, die sich da geöffnet hatte letztens, führt mich jetzt nicht direkt nach Anor Londo, sondern erstmal in Sens Festung. Okay, aber ich kann hier Dinge verkaufen. Küchlein? Ja, das braucht man komplett gar nicht. Was mich selber auch schadet, ist mir nicht gerade geheuer. Alter. Oh, das hier kann ich nicht verkaufen. Interessant. Die einzelnen Seelen verkaufen bringt mir 500. Wenn ich die aber aufknacke, bringen sie mir um Längen mehr. Bin ich bis... Oh, oh 10.000 für Hexentochter Quelak. 1.000 für Menschlichkeit, Doppel... Ach du meine Güte. Und Abfall, ja, für 1. Wertlos. Ja, weg mit dem Trash, will keiner haben. 1.000 Seelen für eine Kupfermünze. Auch nicht schlecht. Oh Mann. Aber jetzt kann ich wenigstens die ganzen Schrottwaffen jetzt alle loswerden. Das ist jetzt natürlich echt gut. Aber man bekommt da echt nur Peanuts für. Boah, dieser Soundeffekt ist so creepy. Mein verbessertes Kurzschwert. Oh mein Gott. Wollen wir den noch ein bisschen behalten? Gönnen wir uns. Ich habe ganz schön viele Kurzschwerter gefarmt. Langschwert? Ja, man sieht den Progress, wo ich hingegangen bin. Cool. Zerbrochenes Schwert. Oh gosh. Ne, Schwertgriff war meine Anfangswaffe. Ich dachte jetzt hier zerbrochenes Schwert, aber Schwertgriff war ja Anfangswaffe. Stein-Großschwert. Das ist schon wahrscheinlich nicht unbedingt schlecht, aber ich glaube, meine aktuelle Waffe ist besser. Aber ich würde den einfach mal behalten. Falchion-Schneide. Hat mir die Schneider einfach mal gelesen? Ein geschwungenes Großschwert, das in mysteriösen uralten Riten verwendet wird. Das Schwert ist von furchtbarer, okkulter Energie durchdrungen und absorbiert TP mit jedem Schlag. Das klingt gut. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Behalten wir einfach mal so Kettenbrecher, Panzerbrecher. Ja, die können wir ja mal wegschmeißen wieder. So, Axt ist so gar nicht meins. Wobei, vielleicht für einen anderen One mal. Schlachtermesser. Ja, ist jetzt auch nichts Besonderes. Weg damit. Großaxt. Morgenstern. Speer. Flügelspeer, Partisane,
Hellebarde. Hellebarde ist schon wieder cool eigentlich. Den würde ich schon wieder behalten wollen. Kurzbogen. Ich glaube, ich habe den langen Bogen für mich reserviert gehabt. Ja. Leichte Armbrust, schwere Armbrust. Oh, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich behalte einfach mal sicherheitshalber beide. Cadetius Schild, Rundschild. Ja, also. Ich denke mal, das hier kann man super offscreen mal machen. Das müssen wir jetzt tatsächlich nicht im Laufe eines Let's Plays hier uns anschauen. Vor allem, ich habe ja in meiner unendlichen Büchse sowieso sehr viel. Übrig. Grüne Scherbe füttern. Grüne Scherbe beschädigt. Wird kleine Scherbe. Oh! Oh way! Das hilft mir sogar sehr. Farewell, chosen undead. I remain here and await thee. Was, du bist echt widerlich. Aber cool. So. Man da runterspringen? Ich glaube, das sollte ich nicht tun. Oh. Oh, von der Seite sieht es auch echt weird aus, wenn man hier plötzlich so reinkommt. Okay, hier war sehr, sehr viel los. Die ganze Episode haben wir uns jetzt eigentlich nur hier aufgehalten. Aber hier war auch sehr viel abgedrehter Mist los. Also, ja. Die Ereignisse kommen ins Rollen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, um was es sich für Ereignisse handelt. Aber vielleicht war das der gewesen, der das eine Mal so geschnarcht hatte. Kann natürlich sein. Muss ich jetzt nochmal lang, da lang. Bezirk der Untoten. Oh, lang ist's her, Leute. Wollen wir uns mal mit denen hier nochmal prügeln? Komm mal ran. Oh, wow. Das hat ja gar nicht funktioniert. Ja, wie gut, dass ich mich hier nochmal übe. Aber wenn ich mit denen hier schon wieder Probleme habe, habe ich so ein bisschen Angst. Dass ich vielleicht Sens Festung nicht schaffen kann. 241 Seelen. Das ist schon eine Menge, oder? Na, 92? Hä? Oh, kleine Scherbe. Sehr gut, gönne ich mir. Ach ja, stimmt ja, da oben waren ja diese komischen Zombies. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ach ja, hier gab es ja auch noch welche. Okay. Voll daneben einfach. Werdet einfach zersiebt hier. Schlitz. Ja. Denke mal, hier habe ich schon echt gute Chancen voranzukommen. Okay, da hinten haben wir wenigstens jetzt ein Leuchtfeuer, wo wir jetzt wirklich endlich wieder heilen und unseren Safe Spot quasi definieren können. Mal schauen, wo es mich jetzt so hinführt. Waffe verstärken. Oh ja, bitte. Oh nein, kann ich nicht, weil mir Funkeltitaniten fehlen. Oh, verdammt. Das ist bitter. Okay, Rüstung verstärken. Ich denke mal, das macht schon ein bisschen Sinn.
Zum Glück wird das hier markiert, was man gerade trägt. Wait, warte mal. Warte mal, was verstärkt hier eigentlich? Oh doch, ein bisschen physische Abwehr. Okay, ich dachte, jetzt passiert wirklich gar nichts. Was brauche ich dafür? Ach, da oben steht das. Kleine Scherbe. Ui, ich habe viele kleine Scherben. Wo habe ich denn die plötzlich alle herbekommen? Okay. Aber gönn ich. Was macht das hier? Physische Abwehr geht hoch auf 13. Magieabwehr, Feuerabwehr, Blitzabwehr geht nach oben. Finde ich sehr gut. Rüstung verstärke. So, schmutzige Robe. Ja, hier sieht man auch sofort, dass es besser wird. Ich weiß leider nicht, ob das da rechts mit Robustheit und alles da auch noch verbessert wird. Fluchresistenz wäre cool, Giftresistenz, Blutungsresistenz. Her damit, gönne ich mir. Das sind für mich aktuell echt gute Ausrüstungsgegenstände. Hier geht auch einfach mal alles gut nach oben. Komm, ich gönne mir nochmal so eine Verbesserung auf plus 2. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir jetzt überall bei schon zwei Dinger. Ey, ist auch schon echt übel. Aber cool. Wir halten damit jetzt noch mehr aus. Gut, da würde ich sagen, machen wir das Ganze in der nächsten Episode weiter. Und dann bin ich gespannt, was mich hinter André da noch... Beziehungsweise, nee, das da drüben, was mich da erwartet. Was nicht bei André? Okay, keine Ahnung. Ich danke wieder fürs Reinschauen. Und bis zum nächsten Mal.